Der Landkreis Deggendorf führt seit 2011 das Pilotprojekt Azubis aus Bulgarien durch. Bisher sehr erfolgreich. 12 der 30 Jugendlichen, die nach Deutschland gekommen sind, haben bereits erfolgreich ihre Ausbildung beendet. Rund 20 sind noch mittendrin. Bisher hat der Landkreis das Projekt unter Eigenregie durchgeführt. Doch dafür sind jetzt die Fördermittel gestrichen worden. Jetzt muss man das unter einem Projektträger laufen lassen. Für uns war das der Verband der Bayerischen Wirtschaft. Und der Verband der Bayerischen Wirtschaft hat gestern Abend eine Ablehnung erhalten von der Agentur für Arbeit aus Berlin. Dort wird zentral werden die Verfahren laufen gelassen, aber ohne jegliche Begründung. Wir haken natürlich jetzt nach, weil es wäre eigentlich sehr unverständlich. Alle haben jetzt von unserem Projekt abgeschrieben und wir werden jetzt in Zukunft nicht dabei. Also so ohne weiteres lassen wir das natürlich nicht auf uns sitzen. Optimistischer hingegen haben die Verantwortlichen des neuen Projekts Career Bayern am Dienstagabend ihr Vorhaben vorgestellt. Grundsätzlich greifen sie damit die Ursprungsidee des Landkreises Deggendorf auf, nur eben in ausgeweiteter Form. Initiiert von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft will der Landkreis nun eine Zuwanderung orientiert an den Bedürfnissen des heimischen Arbeitsmarkts schaffen, so Bernreiter. Mit Career Bayern könnten schon im September 2015 bis zu 25 Jugendliche aus Spanien, Rumänien und Bulgarien in den Landkreis kommen. Eine Ausbildung, beispielsweise als Heizungsbauer, wäre dann ohne Probleme in der Region möglich. Damit wollen die Verantwortlichen gegen den Fachkräftemangel vorgehen. Also für unsere Unternehmen kommen keine zusätzlichen Kosten dazu. Die ausländischen Bewerber und Auszubildenden sind zu handhaben, genauso wie der deutsche Auszubildende. Und das Ganze drumherum, also Sprachförderung und eben die Betreuung, die deckt das Projekt mit ab, insbesondere auch über die MobiPro-EU-Hilfen. Einige der bereits am Projekt Azubis aus Bulgarien teilnehmenden Unternehmen zeigen durchaus auch Interesse an Career Bayern. Doch längst nicht alle sind davon überzeugt. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich bin der Meinung, man sollte eigentlich schauen, weil wir ja Stammarbeiter brauchen, dass wir Leute, wenn es geht, mehr von hier nehmen. Weil die bleiben uns ja nicht, die hauen ja alle wieder ab. Eigentlich war ich sehr gut zufrieden mit ihm. Was sie jedoch schwierig gestaltet, ist die Mentalität. Also das ist keine deutsche Mentalität, das ist eine bulgarische Mentalität. Werden Sie wieder welche aufnehmen? Ja, weil wir eigentlich keine deutsche Azubis mehr bekommen. Wir haben jetzt bisher die gegenteilige Erfahrung gemacht. Die haben uns auch immer vermittelt, sie wollen auch gerne hier bleiben. Und ja, ich denke mal, dass der Großteil hier bleiben wird. Azubis, die nach Deggendorf und Umgebung kommen könnten, müssten zuvor einen intensiven Deutschkurs belegen. Dieser würde auch während der Ausbildung weitergeführt. Denn Integration ist bei diesem Projekt sehr wichtig. Die Azubis werden nicht nur in die Firma eingebunden und in eine Berufsschulklasse integriert, sie werden zudem von Kümmerern unterstützt. Kümmerer sind solche Personen, die sich intensiv um die ausländischen Auszubildenden kümmern. Wenn die irgendwelche Probleme haben oder wenn die Heimweh haben, haben sie ein Notfalltelefon oder direkt einen Ansprechpartner, der ihnen dann mit Rat und Tat zur Seite steht, weil es ist ja einfach nicht einfach in einem fremden Land, sich hier durchzuschlagen. Was es jetzt neben ausbildungswilligen ausländischen Jugendlichen in erster Linie braucht, ist die Unterstützung der Arbeitsagentur in Berlin. Daran hapert es derzeit allerdings. Mit der ersten Absage für Career Bayern am Montag wollen sich der Landkreis und die Vertreter des VBW aber nicht zufrieden geben. Sie werden weiter dafür kämpfen, dass auch künftig Jugendliche unter anderem aus Bulgarien in Niederbayern lernen, arbeiten und leben können.